Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu diesem Video oder vielleicht auch neuem Videoprojekt zu Arcanvale. Ja, dieses Spiel ist mir im Steam Store aufgefallen. Warum sage ich neues Videoprojekt, beziehungsweise warum kam diese Woche noch kein We Are Screwed? Ganz einfach, We Are Screwed konnte ich bisher keine weitere Folge bisher aufnehmen. Die beiden Kollegen hatten keine Zeit für eine weitere Folge. Und ich brauchte halt noch was für diese Woche. Zusätzlich, ihr habt ja gesehen von den Welten her, dass We Are Screwed sich vorerst wahrscheinlich ein Ende zuneigt, je nachdem wann Updates kommen. Und da wollte ich schon mal für Ersatz suchen. Und da ist mir dieses Spiel in den Sinn gekommen. Und ja, vom Trailer her sah das ganz interessant aus. Also vom Trailer her, das ist so ein Open-World-Rollenspiel. Und ja, da werden wir jetzt gleich reinstarten. Und ihr könnt mir dann ja in den Kommentaren sagen, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr das gerne haben würdet. Vom Trailer her, was ich gesehen habe, würde ich auf jeden Fall Bock drauf haben. Das Spiel ist übrigens auch nicht teuer, falls ihr es haben wollt. Falls ihr es auch haben wollt, ich verlinke es mal unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. So, Leute, dann legen wir mal los, ne? Ich nehme die Frau und nenne mich erstmal natürlich, wie immer, Shining. So, warum nehme ich die Frau? Ganz einfach, ich will lange Haare haben. Ihr kennt es ja. Wenn der so eine kurze Frise hat, nehme ich den Kerl nicht. Lange Haare sind ein Muss. Ich habe übrigens erstmal aus Versehen auf die Credits gedrückt. Aus Versehen. Und auch mal kann der Ladescreen einen kurzen Moment dauern. Oh, das ging schneller als gedacht. Kapitel 1. Aufwachen. Das ist übrigens so eine Art Pixel-Game. Also Retro-like. Wach auf, wach auf! Ich bin ja schon wach, ich bin ja schon wach! Oma, bitte nicht wieder hauen. Sieh mal, wer endlich wach ist. Ich rufe schon seit Stunden nach dir. Dein Vater wartet draußen auf dich und er wird nicht erfreut sein, dass du wieder verschlafen hast. Du gehst besser aus, bevor er anfängt, nach dir zu schreien. Denn es gibt eine Menge Arbeit auf dem Hof zu erledigen und die Sonne geht bald unter. Gut, ich werde gehen und Vater helfen. Oh, ich habe sogar Auswahlmöglichkeiten, was ich sag. Du weißt, dass du ihn nicht warten lassen solltest. Jetzt geh, bevor er nach dir ruft. Du schläfst ein. Ich habe mein Schicksal erfüllt, Leute. Was habe ich da oben für Symbole? Kann ich da draufhalten und... Nee. Oh, was für ein schöner Teppich. Im Bücherregal ist wie immer mal nix. Ach, das ist meine Inventarkiste. Oder? Nee. Goldmünze und Vaters alte Lederschuhe. Ich zieh die Schuhe mal an. Wir können hier bestimmt irgendwas Sinnvolles in den Schränken finden. Und Papa wird nicht zu sauer sein, wenn ich mir jetzt lange Zeit lasse. Oh, da ist so viel Zeug im Kühlschrank. Neues Kochrezept. Einfach alles reinpacken? Oder wie funktioniert das? Nee, einfach kochen. Es ist beim Braten. Es brät. Und ich muss trinken. Muss ja das Spiel erstmal lernen, ne? Also wir müssen auch craften, wie es scheint. Ich bin grundsätzlich jemand, der alles absucht, bevor er irgendwo hinrennt.
Hast du schon mit deinem Vater gesprochen? Muss ich das? Dann kann ich einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Es gibt Arbeit zu tun. Jetzt aber weg mit dir! Oh, ich kann rollen. Da bist du ja. Simon! Wer endlich erwacht ist. Tut mir leid, dass ich verschlafen hab. Nur 2 Stunden zu spät. Nur 2 Stunden Verspätung heute. Das ist schon mal eine Verbesserung. Ich nehme an, deine Mutter musste dich aus dem Bett zerren, nicht wahr? So etwas in der Art. Manche Dinge ändern sich nie. Mama sagte, du hättest ein paar Aufgaben für mich. Ja, die habe ich. Wir hätten schon vor Stunden damit beginnen sollen. Es gibt viel zu tun und die Sonne geht bald unter. Jetzt lass uns an die Arbeit gehen, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen den Holzschuppen auffüllen, denn der Winter steht vor der Tür und wir können nie genug Holz auf Vorrat haben. Ungefähr 15 Scheite sollten es füllen. Bist du bereit zum Hacken? Wo kann ich eine Axt finden? Das letzte Mal, als ich die Axt gesehen habe, hast du sie im Hackblock neben dem Schuppen liegen lassen. Folge mir! Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall jetzt schon. Ich finde, das ist süß gemacht. Vor allen Dingen, ich mag so alte Retro-like-Spiele. Das ist eine Krähe. Hier sind wir nun. Geh und schnapp dir die Axt. Okay, ich hole mir die Axt. So, ich habe auch ein paar Holzblöcke. Ausstatten. Kann ich dir auch irgendwie hier so sagen, hey, ich ziehe das hier unten rein? Also mit dem Controller? Muss da irgendeine Möglichkeit geben, das auch mit dem Controller hier nach unten zu packen? Ich würde die Axt nämlich eigentlich viel lieber in der Quickliste da unten haben. So, holen wir uns unsere Holz. Ja, ich habe einen Baum gefällt. Was ist das denn für ein komischer Hase? Leute, seht ihr das? Der Hase da. Der hat ein Geweih. Ich hab den Hasen verschreckt, Leute. Komm her, Hase. Ich brauch Fleisch. Ich wurde von einem Hasen getötet, Leute. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Das war unser erster Tod. Ein paar Tage später. Boah, auf! Dein Vater wartet immer noch draußen auf dich. Ich hoffe, mein Zeug liegt jetzt da. Halt, warte, ich habe die Axt nicht ausgerüstet. Halt! Aber schön, dass der Hase seinen Schaden behält. Komm her! Ich krieg dich ja doch! Ich will da nicht zuschlagen, da stehen so viele nette Tiere. Ach, jetzt bin ich schon wieder tot. Ich wollte die Haustiere da nicht verkloppen. Verdammt! Geh doch da weg!
Du hättest nur noch einen Hit gebraucht. Ich wollte die Pferde und Hühner nicht hauen. Ich kann ja offenbar alles verprügeln. So, jetzt. Jetzt muss der Hase dran glauben. Komm her! Ja. Ich hab's geschafft. Wieso gibt der Rindfleisch? Ich hab den Raben entdeckt. Habe ich ein Glossar? Entdeckungen. Scheinbar. Du hast also die Axt gefunden. Diese Holzblöcke sollten den Holzstab gut auffüllen. Wir werden sicher nicht wegen der Kälte erfrieren. Damit ist eine Aufgabe erledigt. Jetzt gehen wir auf die Felder und suchen nach der Ernte. Stufe erhöht. Belohnungen. Ach, jetzt muss ich irgendwas aussuchen. Rüstung erhöht, Angriffsschaden erhöht. Ich nehme mal die Gesundheit. Ist doof, da ich dafür extra die Maus verwenden muss. Sieh nur, was diese Schädlinge über Nacht auf den Feldern angerichtet haben. Sie haben fast alles zerstört, was wir gepflanzt haben. Davon werden wir uns niemals finanziell erholen. Was können wir tun, um sie aufzuhalten? Ha, das hätte ich schon vor Jahren tun sollen. Wir müssen ein paar Vogelscheuchen auf den Feldern aufstellen. Ich hab nur eine. Du wirst noch ein paar mehr herstellen müssen. Benutze die Werkbank dort drüben, um sie herzustellen. Okay. Ich muss erstmal eine Pause machen. Jetzt schon eine Pause? Wir haben gerade erst angefangen zu arbeiten. Lass dir nicht so viel Zeit. Es gibt noch ein paar Ernten, die Raben nicht erwischt haben. Vielleicht könnten wir diese noch retten. Okay. Darf. Vogelscheuche. Ich in Arbeit. Hier habe ich eine Minimap. Suchen wir mal weit raus. Das ist nicht eine schöne Karte. Das wächst noch. Ach so, ich soll 3 Vogelscheuchen aufstellen. Ich brauche mindestens 5 Holzblöcke. Hatte ich nicht weit mehr als 5? Suchen. Zitronenmelisse und Wermut habe ich im Inventar. Aber ich hatte doch wesentlich mehr Holz. Liegt das noch da oben? Habe ich das nicht eingesammelt? Doch, das habe ich doch definitiv eingesammelt. Wo ist mein Holz? Wo ist mein Holz? Ach, dann hole ich halt neues. Ich weiß nicht, warum der instant wieder nach links springt. Das nervt mich gerade ein bisschen. Da muss ich die halt einzeln auswählen, wenn das nicht so funktioniert. Hast du die 3 Vogelscheuchen? Nein, ich muss sie noch aufstellen. Inventar. Einmal kurz nach da unten ziehen. Wo stellen wir sie denn auf? Ich würde mal sagen, so ein bisschen mittig, ne? Stellen wir sie da auf. Und dann stelle ich hier auf der Seite noch 2 auf. Scheint die aber nicht sonderlich zu jucken. Gute Arbeit mit dem Vogelscheuchen. Das sollte die lästigen Raben für eine Weile fernhalten. Lass uns zurück zum Haus gehen. Wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen, bevor der Tag zu Ende ist. Und wieder eine Stufe höher. Ich hol mir Energie. Gebt mir eure Energie, Leute.
Ich habe vorhin mit deiner Mutter gesprochen und sie sagte, dass sie in letzter Zeit viele Pilze auf dem Hof gesehen hat. Und ich weiß genau, was du denkst. Was könnte besser sein als eine frische Pilzsuppe zum Abendessen? Genau das habe ich auch gedacht. Sieh dich auf dem Bauernhof nach Pilzen und bring 6 davon zu deiner Mutter, damit sie mit dem Kochen beginnen kann. Vergiss nicht, sie zu deiner Mutter zu bringen, sobald du 6 davon hast. Dann kommst du für die nächste Aufgabe des Tages zu mir zurück. Wie viel habe ich? 3. Ich brauche noch 3 weitere. Ich habe irgendwie so den Zweifel, dass die was bringen. Also ich muss auf Leben, Energie, Wasser, also da oben seht ihr ja die Leisten, das Blaue da, das ist mein Wasser, das Gelbe ist meine Energie, das Rote mein Leben und darunter die Hähnchenkeulen, die sind logischerweise mein Hunger. Ach so, ich muss die Pilze ja zu ihr bringen. Da waren Holzblöcke drin. Oh, ein Gesundheitstrank. Hallo. Was bist du denn für eine coole Spinne? Ich lag sogar richtig mit Spinne. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Spinne oder Kakerlake. Oh, das Ding kann ich schieben. Komm, hier unten ist doch bestimmt noch irgendwas. Du willst doch bestimmt, dass ich das Ding zerkloppe. Ich kann alles zerkloppen, wenn ich will. Das ist cool. So, ein paar Seile, Holz. Da ist das Bier. Und hier ist eine alte Kiste. Mit was auch immer. Vaters Taschenuhr. Ich habe die Taschenuhr von Papa gefunden. Guck mal, hier wäre auch nochmal gratis Holz gewesen. Kann ich die Spinne umbringen? Ja. Und die geben Schnur, wenn ich sie umbringe. Mit dem Ausweichen, das muss ich noch lernen. Komm, wir vernichten die Spinnenplage in unserem Keller. War das die letzte Spinne? War, glaube ich, die letzte Spinne. Wie kommst du mit den Aufgaben zurecht, die Vater dir übertragen hat? Vater sagte mir, ich soll dir ein paar Pilze bringen, um damit eine Suppe für das Abendessen zu kochen. Diese Pilze sind riesig. Wir werden mindestens eine Woche lang Pilzsuppe essen. Weißt du was? Du bist jetzt alt genug, um zu lernen, wie man für sich selbst kocht. Ich verrate dir mein Geheimrezept für die beste Pilzsuppe, die du je probiert hast. Nimm diese Schüsseln mit zum Herd in der Küche und versuche die Pilzsuppe selbst zu machen. Das ist gar nicht so schwierig. Es ist einfach zu machen, aber schwer zu meistern. Ich habe Jahre gebraucht, um es richtig hinzubekommen. Versuche es doch einfach mal. Okay, ich habe ein neues Kochrezept. Ah, ich brauche auch immer erst das Rezept, bevor ich das machen kann, oder wie? Ach, jetzt geht das auf einmal. So, damit ist die letzte Pilzsuppe fertig. Für deinen allerersten Versuch einer Pilzsuppe war das gar nicht so schlecht. Je besser man kochen kann, desto weniger lässt man anbrennen. Das kommt alles mit der Erfahrung. Den Rest überlasse mir. Geh zurück und sprich mit deinem Vater. Ich glaube, er hat heute noch eine Aufgabe für dich. Okay, dann machen wir die eine Aufgabe noch. Im Übrigen, ich will mal kurz gucken, wo habe ich eigentlich meinen Speichern? Speichert das Spiel automatisch? Nee, irgendwo werde ich ja wohl speichern müssen. Hast du die Pilze schon zu deiner Mutter gebracht? Das habe ich. Sie hat mir auch einiges beigebracht. Das ist großartig. Es ist an der Zeit, dass du dich ein bisschen mehr um dich selbst kümmerst. Jetzt sollten wir noch nach dem Vieh sehen.
bevor wir den Tag beenden. Moment, was ist das? Monster! Verdammte Wilderer! Erteile ihnen eine Lektion mit der Axt! Ja, ich hatte übrigens recht. Ich kann unser eigenes Vieh verprügeln. So, einer ist kaputt. Besiegt. Ja, ich habe die Wilderer besiegt. Und ich habe nur einmal aus Versehen unsere Kuh geschlagen. Ich glaube, du warst es. Geht's dir gut? Du hast es ihm wirklich gezeigt. Ich bezweifle, dass noch mehr von diesen Wilderen in nächster Zeit hierher kommen werden. Ein Glück, dass wir nach dem Vieh gesehen haben. Und ein noch größeres Glück, dass wir hier was, um dir aufzuhalten. Was meinst du damit? Ein Glück, dass ich hier war. Nun, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Aber diesmal geht es nicht darum, Holz zu hacken oder Pilze zu sammeln. Jetzt, wo du alt genug bist, möchte ich, dass du etwas zu Ende bringst, was ich vor vielen Jahren begonnen habe und nie zu Ende bringen konnte. Zu meiner Zeit war ich ein Abenteurer. Ein alter Freund und ich stießen einmal auf eine Karte, als wir eine alte Koboldhöhle erforschten. Es war eine Schatzkarte, daran besteht kein Zweifel. Um es kurz zu machen, mein gieriger Idiot von einem Freund versuchte, die Karte an sich zu reißen. Wir gerieten in einen Streit. Die Karte zerriss in zwei Teile. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen oder gesprochen. Und das ist der Punkt, an dem du ins Spiel kommst. Ich habe ein Gerücht gehört, dass er vor ein paar Monaten gestorben ist, als sei alles seinem Schwachkopf von Sohn hinterlassen hat. Fahre mit dem Boot zur Bastion und suche seinen Sohn Loki auf, der in der Zitadelle lebt. Versuche die andere Hälfte der Karte von ihm zu bekommen und den verlorenen Schatz zu finden. Ich soll also die Insel verlassen? Das Schiff sollte bereits hier sein. Wo ist der Schiffskapitän? Erwartet nicht, dass er dich mitnimmt. Ich werde ihm noch sorgen müssen, dass du mit ihm abreisen wirst. Verabschiede dich von deiner Mutter und nimm alles mit, was du brauchst. Komm zurück und triff mich hier, wenn du bereit bist zu gehen. Oh, da liegt ein Ei. Da liegt noch ein Ei. Oh, hier liegen so viele Eier. Na gut, Leute. Ich will jetzt nur mal kurz gucken. Nee, der will irgendwo, dass ich speichere. Okay, Leute. Ich habe jetzt eine halbe Ewigkeit gesucht, um das Speichern zu finden. Man muss einfach nur aus dem Spiel rausgehen, dann speichert das Spiel offenbar. Ja, Leute. Wenn euch das kleine Video hier gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und lasst natürlich auch in den Kommentaren da, ob ihr das Projekt haben wollt. Ich würde mal dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.